Nun aber ein Magier an der Spitze einer Schiffsmannschaft. Das ist äußerst selten. Zieh die Seile an! Nun, es wurde so bestimmt von dem, der uns dieses Schiff übergeben hat. In den Besanmast! In seemännischen Fragen vertraue ich ihr auf meine 1-0-Jahr-Langreifmund. Es wird abgelegt. Wir müssen aber eigentlich nochmal auf Boltax warten. Oder ist er schon hier? Nein. Boltax! Ich möchte in der Zeit im Ring von Bord gesprungen sein, mit irgendwie zwei, drei Mann mitgenommen, diesen Eferdi gefunden und den zu irgendeinem Heiler gebracht haben. Ja, neben ihm kannst du sehen, wie alle seine Balestriner wohl abgeschossen worden sind und seine Säbel selber nicht gezogen worden sind, aber er hat ja ausgerechnet Kiefer, also er wurde von Haswolf wohl tatsächlich im Nahkampf dann sehr hart angegangen, nachdem Haswolf selbst mindestens einen Schuss in den Bauch bekam. Ich bin wundheilkundlich nicht so bewandert, von daher ist er atmet noch mehr als Einschätzung genug. Ich lege ihm irgendwie seine Balestrinas auf den Bauch und weiß die drei Mann, die ich mitgenommen habe, an ihn halt zum Hefer-Tempel zu tragen. Ich denke, die werden sich um ihn kümmern. Ja. Du kannst dann wohl ja wieder zurückkommen. Von Boltax bisher noch keine Spur, das ist auch dir aufgefallen. Kannst noch hören, wie er irgendwas von Gaffelsegel brüllt, als ob Haswolf hier gerade den ersten Offizier mimt. Was wohl eigentlich sonst deine Aufgabe wäre. Währenddessen schauen wir mal bei dem Regenbogenstaub. Und zwar Qualität F. Er würfelt einen W20. Boltax, würfel mal einen W20. Zwar für Adriano Vespucci. Okay. Eine 4. Oh, sehr gut. Der Träumer hält 1W6 ASP. Nicht Magiebegabte haben davon natürlich nichts, aber sie bekommt die trotzdem. Oh, hätte ich das lieber bekommen. Ich würfel jetzt für mich die 20. Das sind keine PASP. Nee, das sind keine PASP, aber er bekommt 1W6. Du siehst, also er schnupft sich weg, fällt nach hinten um und während er atmet ein und aus, kannst du sehen, wie es wohl so leicht glitzert. Ne? Also du weißt nicht, ob das der Regenbogenstaub ist, aber du könntest meinen, dass das wohl so ein bisschen Matrix ist, die er einatmet. Ja, jetzt muss ich ja. Also ich habe mich überreden lassen, dann schauen wir mal. Hoffentlich klappt das jetzt. 5. Oh, gut. Die 5. Du bekommst 1W3 ASP. Okay, alles klar. Sicher, dass du das nicht shippen willst? Komm, da ist eine 1 drin. Komm. Da ist ein Punkt Klugheit drin, komm. Nein. Ex Willet. Nein. Gut, ja, du guckst noch so ein bisschen auf die zittrigen Finger von Adriano. Muss eine also gute Idee sein. Und greifst dann an seinen Gürtel. Kannst dann selber diesen Regenbogenstaub inhalieren. Ich meine, es sind halt tote Drachen. Das kann ja nicht mehr schlecht sein. Und ziehst ihn in das schillernde Pulver hinein und fällt dann eben so ins Gras. Kann ich mein Chip hier einsetzen, dass ich jetzt keine Abhängigkeitsprobe würfeln möchte? Muss. Das möchte ich nämlich wirklich nicht. Also ich gebe den jetzt aus an dieser Stelle. Nur es wäre etwas unfair, ihn in die Probe zu zwingen, weil ja, er das geredet hat. Passt, alles gut. Gut, wunderbar. Also genau, nochmal als Meisterhinweis, die Qualität F steigert das Risiko, an einer Krankheit der Stufe 12 zu erleiden, vor allem wenn es um Entzugserscheinungen geht. Und die Proben mit dem W20 werden dann später auch aufsummiert. Also je öfter du schnupfst, desto höher werden deine W20er-Ergebnisse, was nicht gut ist, denn bei der 20 ist man tatsächlich einfach tot. 19 war, glaube ich, dass Körper von Geist getrennt wird, oder? Würfel einfach, genau, 19, du wirst getrennt, also du kannst halt noch zurück, mit, wenn du eine Traumreise oder sowas hast. Würfel trotzdem mal meine Konstitutionsprobe, aber mit dem Schicksalspunkt ausgegeben. Die wäre gelungen. Ja. Die wäre nicht erschwert im Giftstufe gelungen, aber ja, Schicksalspunkt. Ja. Genau, Schicksalspunkt, damit passt das. Ich hatte dich da auch reingezwungen, von daher sind wir dementsprechend einfach amüsiert. Ja, oh, das war gut. Ist nicht ganz meins. Ich bin mehr der Freund von Ilmblatt. So etwas durch die Lunge einzunehmen, ist schon besser. Ah, komm, wir finden noch irgendwelche andere Dinge. Aber wir haben noch Rauschgurke. Wir müssen alles. Ach, Rauschgurke ist gut. Davon habe ich auch die besten Sachen gehört. Ja, können wir ja auf dem Schiff dann mal machen. Weißt du was? Ich hab noch was Besonderes. Boltax. Ah, erzähl. Aus Belhanka. Liebestrank, komm, lass mal nehmen. Ich mach ein bisschen Kopfschmerzen, Mann, aber wenn wir wieder klar im Kopf sind, lass mal Liebestrank trinken. Komm schon! Peter, ich hab da vielleicht eine gute Idee für, aber
Das machen wir dann später. Auf die Halbzeiten, Walter. Ja, auf die Halbzeiten. Okay, komm, wir fliegen zurück. Ja, lass uns fliegen. Ja, dann steht etwas entnervt am Deck, schaut ab und zu auf einer Taschenuhr, die sich von Abelmir stibitzt hat. Und wir können nicht länger warten, wir müssen loslegen. Er wird den Weg und ich will die Zeit nicht verlieren. Boltax und Adriano, die haben so zwei Besen zwischen ihre Beine geklemmt und gehen mit diesem Besen zwischen ihre Beine geklemmt auf eure Schivone zu. Hui! Wir kommen geflogen! Butter mir den Hintern und servier mich zum Kaffee. Sulamin schaut auch gerade an Deck und schaut einmal irritiert nach oben. Du musst so ein bisschen die Müdigkeit abschütteln. Die Geschichte von Fürchtebreius war unglaublich lang. Und er ist eingeschlafen. Er ist eingeschlafen. Du hast auch kurz überlegt, bist du selber eingeschlafen? Aber nee, es war nur so ein Sekundending und dann. Oh, er ist definitiv kein Paktierer und Meuterei kann er sicherlich auch irgendwie zuquatschen. Dann schlafen die Meuterer ein. Also hast da keine Bedanken. Jetzt musst du erstmal wieder klarkommen und kannst dann sehen, wie Boltax auf euch zukommt. Kapitän. Ich will nichts sagen, aber euer erster Wort, Markus, ist, glaube ich, ziemlich. Aus dem Weg! Wir können nicht anhalten! Aber mir hätte die Gnade euch um. Segel? Captain? Nein, Netz. Fangst du mit deinem Netz? Bitte um Erlaubnis, den Belankan auf die Schnauze zu hauen, Captain. Erlaubnis erteilt. Ja, ich möchte den Belankaner mit meiner Faust aufhalten. Ja, er kommt wie gesagt immer noch mit dem Besen über die Reling gerade auf euch zu und läuft direkt in deine Faust rein. Ja, ich möchte ihm eine richtig eine wämmern. Ja. Es gibt einen Knacken, du weißt nicht genau, ob seine Nase war oder die Zähne, aber mit Blutsprudeln geht er erstmal, zu Deck. Vielen Dank, Captain, das war sehr schön. Ich würde dann mehr schlecht als recht ins Segel fliegen und mich dann abrollen. Ja, ihr seid nicht geflogen, ihr seid gegangen, ne? Ach so. Ach. Ihr habt nur getan, als würdet ihr fliegen. Zahlmeister, zu mir. Hier. Zieht diesem Bordmagus eine Wochenration ab. Beiden. Sehr wohl. Ich schaue mir dabei mal Boltax an. Sulamin. Boltax, das war kein Alkohol. Was hast du? Das darfst du aber nicht erzählen, das ist geheim. Nicht, dass Abel mir das noch mitkriegt. Der regt sich sonst immer nur drüber auf. Sag ich dir, während Abel mir direkt neben dir steht. Also so wie du beisammen bist, rege ich mich vielleicht auch gleich auf. Lofseitigen Wind, Kapitän! Ich wurde von meinem guten Freund dazu überredet, einmal Regenbogenstaub auszuprobieren. Ist nichts für mich. Ich bin mehr der Typ für was Rauchen. Aber bist du das Wahnsinn? Sulamin schafft ihn unter Deck. Erlaubnis, dem Belankana ins Gesicht zu treten, Captain. Wie geht's aber? Nein, bringt ihn unter Deck. Captain, in deine Kabine. Bei Swaffen hier. Wir haben jetzt Wind. Wollen wir lossegeln oder nicht? 1-0, bringt das Schiff aus dem Hafen. Ihr beide da, schafft mir den Magier hier weg. Messen, angetreten! Angetreten! Aufgemerkt, ich will euch jeder halbwegs einzeln betrachten können. Folgende Aufteilung. Zu Ehren Armene, ihr habt den Kahn hierher gesegelt, von euch muss ich nicht viel sehen. Besetzt die Bugspriet und macht keinen Scheiß. Kuslik muss brennen, dahinter an den Fockmast. Nur Kichi Marasna, schon mal ein Viermaster gesegelt? Ja, Zeraken! Besetzt den Kreuzmast. So, dann, ihr anderen beiden, sucht euch jeweils einen Mast aus. Sind das Schwerter und... Hier steht nichts drauf. Wer seid ihr? Bestimmt keine Piraten, Mann. Ganz bestimmt seid ihr keine Piraten. Sucht euch aus. Achtermast, Großmast, ihr dann einen. Armes Novizen, macht euch nützlich. Ja, derweil tritt wohl der Mannschaftssprecher von Zu Ehren Armene an dich heran. Kapitän, ich muss widersprechen. Warum? Tut mir leid, das ist keine Meuterei, aber unter... Ein Torwaler Matrosen mit dem Namen Kuslik muss brennen, werden wir nicht segeln. Torwalsche Haderlumpen, die uns verspotten. Wir sind hier zur Einschätzung. Ihr könnt eure Einwände hinterher immer noch anbringen. Ansonsten könnt ihr von Bord gehen. Aber Jalan, dann sag ihnen doch, sie sollen sich umbenennen in Schmuslik muss brennen. Dann hast du dieses Problem gelöst. So, damit schaffe ich endlich hier weg. Bitte. Komm, Boltax. Ja, na gut. Drachenkarfunkel, also wirklich. Ich hatte mehr von dir erwartet.
Ja, ich auch. Aber ich blick den Weibel wieder an. Also, was soll's sein? Euer erster Wort, Magus, sagt schmutzig. Er wird hochrot. Er ist kein erster Wort, Magus. Schließlich ist er kein Magier. Weitere Einwände? Kostlich, oder wollt ihr wohl noch Arbeit machen? Also, warum ist das Schiff noch nicht aus dem Hafen? Ihr hört den Käpt'n, bewegt euch! Seht zu, dass ihr in die Wanten kommt! Also gut, Männer, zeigen wir den Torwaller, wie wir drauf sind. Für den Horst! Wenn ihr den Segel nicht fallen lasst! Ja, derweil mit lauten Gebrülle für den Horas, für irgendwelche Hetmänner und für Roh und Gror könnt ihr euch dann langsam und träge aus dem Hafen herausdrehen, bis dann der Wind die Segel ergreift, die Taue, die noch einmal stramm gezogen werden und der Wind, der hineinbläst. Endlich das Salz auf eurer Haut, was dann nach und nach dann über die Gischt nach oben spritzt und euch den Fahrtwind in die Segel treibt. Wir lassen Aviander das Steuer übernehmen und irgendwie einen leichten nördlichen Kurs halten, dass wir erstmal in die Bucht rauskommen. Und dann, ich denke, wir segeln erstmal ein halbes Stündchen oder ein Stündchen und ich starke währenddessen zwischen den verschiedenen Masten umher und gucke den Mannschaften am Arbeiten zu. Seefahrtsprobe. Ja, da würde ich mich anschließen. Mit Kapitän als Spezialisierung, ja. Oder Steuermann? Nee, Kapitän. Ich würde Personaleinschätzen anbieten. Hilft das auch? Bitte was? Personaleinschätzen? Ja. Bei einer Seefahrtsprobe? Ja. Ja. Oh, klar. Es ist das, was wir wollen. Es ist genau das, was ihr tun wollt. Ich habe 14 mit einer 17, und ich fange 17 ab, als Erschwernis. Ja, ich schaue mir die ganzen Leute auch mal an, relativ kritisch. Torwaller und Horasia, die alle unter derselben Flagge fahren sollen, das kann wahrscheinlich nichts werden. Die sollen ja, sorry. Das bleibt erstmal unkommentiert. Ja. Die sollen ja auch nicht alle fahren, die sind zum Testen. Ja. Also langfristig wird das auf gar keinen Fall was. Ihr könnt sehen, dass die Horasier sehr in ihre Ehre gekränkt worden sind und hier nur kurzfristig aktuell arbeiten, um zu beweisen, dass sie die besseren Seefahrer sind, besser als die Torwaler. Den Torwalern ist es komplett egal. Die machen sich ein Späßchen und sind tatsächlich auch so ein bisschen am Provozieren, indem sie, also sie sind jetzt nicht dabei, vom Deck zu pinkeln oder von oben von den Masten, aber auf alle Fälle mal den einen oder anderen blanken Arsch, den du da sehen kannst, der in Richtung des vorderen Segels gestreckt wird, um sie weiter zu provozieren. Und ja, währenddessen kann Diamantes erkennen, die Nebelklänger, die von Falkenkranz, sind wohl dabei, die Geschütze zu begutachten. Die wissen, was sie tun. Die Pioniere, beziehungsweise Sapeure, die Maulwürfe, sind wohl nicht ganz so versiert und betrachten sich das so, als ob sie jetzt zum allerersten Mal Bordbatterie betrachten. Also auch wenn nicht ein Schuss oder sowas abgefeuert wurde, aber es sieht so aus, als ob sie jetzt zum allerersten Mal so an einer schweren Rotze stehen. Ich kämpfe mich dann an zwei die Treppe heruntereilende Navis-Novizen zu haben, mir hinauf aufs Achterdeck. Captain, wir liegen gut im Wind, denke ich. Jetzt wäre wohl die Gelegenheit, die Batterie zu testen. Bevor wir hier in die Sache ein wenig aufmischen. Sehr gut. Diamantes, komm mit mir. Wird abgenickt und dem Kapitän wird gefolgt. Da fehlen schon wieder Männer an der Takelage! Ja, ich würde unter Deck gehen zu den Geschützen. Die sind vermutlich noch vollständig eingepackt. Zurzeit noch. Du kannst da sehen, wie die Halbmatrosen da herum schieben und versuchen, die in die richtige Richtung zu drücken. Und der zwei, drei Leute, die auch vorne im Auswurf drinstecken oder mit riesigen Pinseln versuchen, das zu säubern, auch wenn sie noch nicht abgeschossen worden sind und neuwertig sind, aber die sind da schon auf alle Fälle am sich nützlich machen, was man eben so tut als Halbmatrose. So, ich zeig mal fünf Leute von einer Truppe. Ihr fünf. Ja. Geht zu diesem Geschütz. Ja. Die erste Prüfung. Das Geschütz aufprotzen. Was ist das? Aufprotzen. Wir haben nur sauber gemacht und das Deck geschrubbt bisher. Aufprotzen heißt das Geschütz fertig machen. Sollen wir die Kugel da reintun? Ich guck mal den Offizier von dieser Mannschaft. Sagt, ist das euer Ernst? Habt ihr schon mal ein Geschütz abgefeuert? Nein, wir sind Halbmatrosen. Ich zeig dir auf diese Geschützmatrosen eigentlich mehr, wie ja. Dachte ich jetzt. Achso, ich dachte, ja, okay. Dann, die Leichtmatrosen machen sich hier oben vor allem nützlich. Deswegen, also, ich wollte nicht die Jungs Leichtmatrosen Geschütz bedienen, das wäre Quatsch irgendwie. Okay, ja, nee, die sind eben rumgewuselt und ziehen dann ab, wenn du sie irgendwie nach oben wieder schickst.
Und derweil schüttelt so ein bisschen, ja, Herrn Nebelklang, schüttelt ein bisschen mit dem Kopf, so ein bisschen wehleidig und kommt dann auf dich hinzu. So, 5 Mann auswählen. Geschütz aufprotzen. Bewertet wird die Zeit und die Sorgfalt. Rüdiger schon, los geht's. Topfen! Ja, Mann, passt ein wenig auf. Dieser Nebelklang weiß, wie er seinen Männer befehligt, aber bei diesen Maulwürfen bin ich mir noch nicht sicher. Sie scheinen nicht wirklich Ahnung von den Geschützen zu haben. Ich glaube, die meisten, keiner von denen stand schon mal in einer schweren Rotze. Nun, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich würde mir dann drumherum spazieren, wieder aufbauen und Geschütze festmachen, festzogen und die Munition laden. Ja, du kannst sehen, wie wohl einer das Ganze begutachtet. Die werden aktuell 5 Rotzen gleichzeitig stopfen. Al-Yassir ibn Murik. Ich wollte nur eine Rotze stopfen lassen, also fertig machen lassen. Ja, okay. Dann ja, würden viele zurzeit nichts zu tun haben, weil, naja, es ist halt, sie sind viele und nur begrenzt viele können an einer Rotze stehen. Der Quartiermeister wird dafür sorgen, dass die Rotzen aus dem Vorratsraum, aus dem Munitionslager schnell genug angeholt werden. Es wird Schwarzpulver gestopft, beziehungsweise die Treibladung und dann eben die schwere Eisenkugel hinterher und ein Draht reingeflochten. Das Ganze dauert so ganz grob 2 Minuten und dann guckt dich Herrn Nebelklang an. Nun. Ausgerichtet. Ich trete mal näher ran, begutachte alles. Diamantes, was sagt ihr dazu? Eine gute Zeit, könnte aber schneller gehen. In der Tat. Nun, wollen wir sehen, wie schnell ihr abprotzen könnt. Abprotzen! Dreht die Rotze aus dem Schiff heraus! Anziehen! Und dann wird das Ganze... Abprotzen heißt abrüsten wieder, also das Geschütz wieder sozusagen verpacken. Komplett. Okay, gut. Nun, dann... Schwierig. Er wird ein bisschen überlegen, dann gut, drücken wir hier unten rauf und die Eisenkugel wird wieder rausfallen. Ja, also ziehen sie ein bisschen und wird ein bisschen länger dauern. Diamantis ist da auf alle Fälle sehr unzufrieden und dann nach ungefähr 3 Minuten ist viel Schwarzpulver wohl noch im Inneren der Kanone, beziehungsweise der Rotze, aber die Eisenkugel ist raus und sie gucken euch so ein bisschen unzufrieden an. Also sie sind selber mit ihrer Leistung unzufrieden. Nun, das habe ich schon schneller gesehen. Was ist mit den Resten? Was passiert wohl, wenn das Schwarzpulver sich entzündet? Nun, wir werden das natürlich gleich rausputzen. Ich dachte, falls wir wieder stopfen sollen, dann können wir die Schwarzpulverreste natürlich noch benutzen. Ihr habt mein Befehl verstanden. Ich sagte abprotzen. Das bedeutet die vollständige Wiederherstellung des Originalzustandes. Habt ihr gehört? Brugler schon? Putzen. Der murrt ein bisschen und wird dann eine große Bürste holen. Ja, kopfschüttelnd wird sich das Ganze angeschaut. Abel mir auch nochmal eingänglich gemustert, ob er... Ja, der ist offensichtlich auch nicht mit dem Ganzen zufrieden, aber nun, die Aufbauten hat zumindest geklappt in den 2 Minuten und das lässt sich sicherlich auch noch verbessern. Die Obristin derweil wird sich das Ganze sehr genau betrachten, jeden einzelnen Schritt dann auch nachverfolgen, sich mit den Unteroffizieren weiter besprechen, mit dem Korporal, dem Hauptmann, irgendwelchen anderen Maulwurfsteilnehmern und alles sind gerade so ein bisschen am Diskutieren und haben sich die Schritte wohl gemerkt. Nun, ich würde dann ein weißes Tuch, ein weißes Taschentuch rausziehen und mal in diesen Lauf von dieser Rotze hinein, das Tuch. Und gucken, was an Schwarzpulver übrig geblieben ist. Ob es wirklich gut geputzt wurde oder ob es vollständig geputzt wurde. Ja, also wenn du dein Taschentuch reinsteckst, du wirst immer was Schwarzes finden, aber da ist noch gut was drauf. Also schöne Schicht. Seht ihr das? Könnt ihr mich erkennen? Ich wedel mal mit diesem Handtuch. Könnt ihr mich noch sehen? Nee. In der Tat. Nun ja. Rüdiger schon, du hast den Kapitän enttäuscht. Entschuldigung, Kapitän. Nun, ich würde mich mal zur anderen Geschützmannschaft umwenden. Jetzt ihr, aufprotzen. Habt's gehört, aufprotzen. Und sie werden jeden einzelnen Handgriff der Falkengründer nachahmen. Das könnt ihr auch erkennen. Also sie wissen nicht, was sie tun, sondern sie kopieren nur. Das machen sie allerdings... schneller, leicht schneller, zwar nicht zu der Befriedigung von Diamantes, aber schneller als die anderen,
Auch wenn sie nicht verstanden haben, was sie da tun, aber das ist kopiert. Und der will auch das abrotzen. Das funktioniert genauso. Ich bin aufprotzen. Dieses Geschütz lasse ich so. Mhm. Nun zeige ich auf so ein anderes Geschütz, meinetwegen so einen leichten Aal, was er auf dieses Geschütz aufprotzen. Zu einer Mannschaft, die es gerade nachgeahmt hat. Zeigung, wir haben in den Schützengräben bisher noch keine Skorpione benutzt. Alle. Verzeihung. Wir haben mit schweren Zyklopen geschossen, mein Herr. Der Kapitän. Das ist so. Das wird ein schweres Stück Arbeit mit euch. Kann eventuell die Mannschaft der von Falkengrunder uns die Schritte zeigen? Diamantis? Nun, ihr habt den einmal zugeschaut und habt das sogar schneller geschafft als sie. Ich bin ja schon fast enttäuscht von den Falkengründern. Aber lernen und adaptieren könnt ihr anscheinend. Nun, mit einiges an Übungen werden wir sicherlich sehr schnell werden. Dafür garantiere ich. Wir sind Maulwürfe. Nun, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen, Kapitän. Na gut. Haben die Schiffsmänner das Ziel fertig? Frage ich mal so einen Schiffsmann, der da wahrscheinlich rumbasteln ist. Was? Keine Ahnung. Wir müssen dann mal oben in der Werkstatt fragen gehen. Achso, ja, ich. Okay. Ich muss noch einiges hier durchsetzen. Derweil bei Zuschauern. Volltags, kann ich euch einen Moment allein lassen? Ich bin sicher, ihr seht immer noch wunderbare, bunte Bilder. Ja, hauptsächlich Schmetterlinge gerade. Dann bewegt euch nicht und ich bin gleich wieder da. Natürlich. Und Zulamin geht schnellen Schrittes wieder an Deck und schaut, ob Adriano da noch irgendwo rumliegt. Wurde der bereits irgendwie runtergebracht? Ich hatte es den zwei Leuten gesagt, sie sollten ihn in die Krankenstube bringen. Ja, dann wird er runtergebracht. Gut, dann gehe ich da runter. Hatten wir ja vorher besprochen, wo die Krankenstube ist. Das heißt... Neben der Kapelle? Ja, kümmert sich dann Nitya um ihn? Genau, Nitya, ihre Gnaden Itilius ist zwar auch anwesend, der schaut aber so ein bisschen bekümmert auf den unter Drogen stehenden und Nitya von Pericum wird da wohl gerade eine Kräutersalbe in einem Mörser verrühren und ihm dann nach und nach was zu trinken geben. Heißt Tee. Habt ihr seine Sachen durchsucht? Nun, das habe ich bisher noch nicht getan, nein. Na gut, dann kümmert euch um ihn. Wir wollen ja trotz allem nicht, dass er zu Schaden kommt. Und dann würde ich mal Adrianos Taschen durchsuchen. Was er sonst noch so an Drogen dabei hat. Warum sind ihm die Zähne wahrhaftig eingeschlagen worden und die Nase gebrochen? Das verstehe ich bei einer Übung nicht. Nein, das ist keine Übung. Ihr könnt sicher sehen, dass er unter Drogeneinfluss steht. Das habe ich wohl gesehen. Aber diese Verletzungen sind nicht drogeninduziert. Nein, das geht wohl auf den Zorn eines meiner Gefährten zurück, denn er hat nicht nur sein Leben, sondern auch das eines unserer Freunde riskiert. Also gut. Ach, diese Dummköpfe. Ja, wenn du die Taschen kurz durchsuchst, kannst du auf alle Fälle Samthauch finden. Und verschiedene kleine Fiolen, die teilweise beschriftet sind, teilweise auch nicht. Aber auf dem ersten findest du einen kleinen Liebestrunk, dann findest du einen Wachtrunk und ein Schlafelixier. Boah, wird erstmal alles konfisziert. Ja. Und er ist nicht ansprechbar im Gegensatz zu Boltax, oder? Nee, Rafim hat ihm wahrscheinlich die Nase gebrochen und ihn für sicherlich eine Stunde oder mehr dann erstmal in Borons Reich geschickt. Gut, dann habt Dank, Ehrwürden, dass ihr euch um ihn kümmert. Ich hoffe, wir werden heute nicht noch mehr Verletzte haben. Nun, ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir auch vor der Abfahrt ein... Nun ja... Wie dem auch sei, ich kümmere mich um alle. Ich hatte auch nicht erwartet, dass unsere Bewerber schon derart über die Stränge schlagen. Und damit geht Zulamin dann auch.
Und wird die Drogen bei sich in der Kajüte erstmal wo verstauen. Und dann wieder zu Boltax zurückgehen. Was tut derweil Rafim? Rafim ist traurig, dass er dem Balankaner nicht ins Gesicht treten durfte. Und ich würde mir jetzt, da die anderen ja alle verschwunden sind, weiter die Mannschaft anschauen. Und wenn die Torwaller mit der Scheiße nicht aufhören, dann fangen die an zu brüllen. Dass sie die hohe Scheiße Orasia in die Ruhe lassen sollen, weil das ist hier gerade nicht das Ziel. Also ich würde die zusammenbrüllen. Bist du ein Anfahner? Ja, und wenn du noch ein dummes Wort sagst, komm ich da hochgeklettert und brech dir dein hässliches Gesicht, also halt die Schnauze. Bist du Offizier? Ja. Er würfelt auf Menschenkenntnis. Nicht auf Angst? Nee, er sitzt oben in den Segeln und er traut Rafim nicht zu, dass er segeln kann. Ach ja, dann komm doch mal hoch. Oh, und klatscht er sich wieder auf seinen nackten Popo. Ja, ich kletter da hoch. Ja, würfel mal eine Kletternprobe. Freiklettern, das ist ja nicht, es ist Takelage, wenn du hast. Ja. Das ist wie jemand, der sich... Ja, mein Junge, komm her. Ja, du hängst dich in die Seile, kletterst und er fällt vor Schreck fast runter, kann sich gerade noch festhalten. Er hat unglaublich Angst vor dir, wie du da nach oben gerannt bist. Du brauchst, ja, bist einfach reingestiegen und warst plötzlich neben ihm. Und er hält so ein bisschen die Hände verteidigen. Ich wollte euch nicht angreifen. Ich wollte euch wirklich nicht. Komm, das war doch nur ein Scherz unter. Ja, ne? So seid ihr kleinen Torwaller. Immer laut die Fresse aufmachen. Aber wenn sie dann vor euch stehen, die anderen Fahne. Ich hab nicht gesehen, dass du so groß bist, Mann. Von hier oben sieht das so anders aus. Ich wusste nicht, dass du Offizier bist. Ey, komm, bitte. Ja, und jetzt lass die verdammten Scheiß-Hurase ihren Job machen. Die kriegen das wenigstens geschissen im Gegensatz zu euch. Wie sieht das hier überhaupt aus? Für Armena! Oh mein Gott, dass ich Horasia verteidige, dass es so weit noch kommt, ey. Ich geh jetzt im Blatt rauchen. Fick dich übrigens. Rafim klettert wieder vom Mast runter. Oh, gut, dass ich den Balankaner schon aufs Maul hauen konnte. Ja, Rafim würde an seinen eigenen privaten Drogenvorrat gehen. Ausgezeichnet. Und sich da danach neben Boltax setzen und ihm ins Gewissen reden, dass Drogen schlecht für ihn sind, wenn sie nicht von Rafim kommen. Ja, Boltax kann im Verlaufe der Zeit dann wieder zu sich kommen und ihr werdet so ungefähr eine halbe Stunde auf See sein. Die Zimmerleute haben das Ziel auf alle Fälle fertig gebastelt und wären dann bereit, damit es abgeschossen werden könnte, beziehungsweise bemannt werden kann, rausgelassen werden kann als Zielhilfe. Während ihr ja euch von Zorgern gut entfernt habt, ihr seid immer noch, ihr könnt das Land noch erkennen, aber ihr seht, wie wohl mittlerweile etwas im Wasser treibt.